schält nicht nach eurer Mutter. Ausschwärmen! Das hätte eine einfache Aufgabe sein sollen. Ich hätte niemals zulassen dürfen, dass Leutnant Urien uns herumschubst. Das Beinhaus von Telakar galt einst als Ruhestätte von Manimarkus' mächtigstem Jünger. Wir durchsuchten gerade diesen Ort, und das mit äußerster Vorsicht, als plötzlich die Schatten erwachten. Ich weiß es nicht. Sie quollen einfach aus dem Boden empor. Die Soldaten brachten mich schnell ins Lager zurück, und jetzt bin ich die Einzige, die noch übrig ist. Leutnant Urien lässt mich nicht mehr aus dem Lager. Aber ihr unterliegt keinen solchen Hindernissen. Bitte findet meine Akolyten. Sie können nicht alle tot sein. In einer großen Familie lernt man sich zu wehren. Ich schulde euch etwas. Von hier aus schaffe ich es ins Lager zurück. Nach, schnell, bevor noch mehr von ihnen zurückkehren. Thank you.
Forschung. Ich will einfach nur forschen. Warum komme ich immer in Leben- oder Todsituationen? Entweder ist Andeven verflucht oder ich bin es. Schatten, die aus dem Boden kriechen? Was kommt als nächstes? Trolle in Wallung? Wir haben Artefakte ausgegraben, als die Soldaten des Dominions auftauchten und verlangten, dass wir all unsere Funde bei ihnen abgeben. Andeven hat ihnen gezeigt, was wir hatten. Aber Leutnant Urien hat darauf bestanden, dass wir schneller arbeiten. Keine festen Abläufe, keine Sicherheitsvorkehrungen. Ich habe keine Ahnung. Die Magiergilde hält sich aus gutem Grund an feste Abläufe. Nicht, dass die Soldaten zugehört hätten. Wir haben ein uraltes Zepter aus Knochen gefunden. Aber bevor wir das Artefakt ordentlich verwahren konnten, hatte sich einer dieser Schwachköpfe geschnappt. Das stimmt. Wenn ihr nicht gewesen wärt, würde ich jetzt auch zu ihnen gehören. Ich gehe zurück in unser Basislager. Ihr solltet mit Andeven sprechen, wenn ihr meint, dass ihr uns aus diesem Schlamassel heraushelfen könnt. Ihr könnt nicht schlimmer sein als Leutnant Urien. Was macht ihr da? Das gehört euch nicht. Dieses Knochenzepter ist das einzig Wichtige, das wir gefunden haben. Seit wir es aus der Ruine geholt haben, nimmt der Ärger kein Ende. Es ist nicht gefährlich. Nicht direkt. Was ich sagen will, wenn man es hält, fault einem nicht die Hand ab. Zumindest nicht sofort. Ich schätze, dass all diese Schatten von ihm herbeigerufen werden. Aber es kontrolliert sie ganz sicher nicht. Zumindest nicht, soweit ich das herausfinden konnte. Obwohl, die Zeichen, die in dieses Zepter geritzt sind, sind alt-aileidisch und bedeuten verblichene Schildwache. Könnte sich das auf die Kreatur im Herzen der Ruine beziehen? Absolut sicher, habt ihr gesagt. Er ist der einzige Schatten, der jemals spricht, obwohl er meist nur heult. Wenn ich es mir recht überlege, ist er auch sehr blass. Und in diesem Zepter ist Obsidian in den Knochen eingearbeitet, was eine alte Form von nekromantischer Kontrolle ist. Sagt einmal, könntet ihr dabei helfen, eine kleine Theorie zu überprüfen? Wenn der Schatten tatsächlich die verblichene Schildwache ist, könnte dieses Knochenzepter eine gewisse Kontrolle über ihn ausüben. Und wenn er den Rest der Schatten lenkt, könntet ihr ihn vielleicht zwingen, damit aufzuhören. Außerdem können wir nicht zulassen, dass die uralten Fallen von Tilakar weiter aktiviert bleiben. Nicht so nah bei Eldenwurz. Er war ein Nekromant, einer der talentiertesten Lehrlinge von Manimarko. Doch er und seine Frau Vastari verabschiedeten sich schließlich irgendwann von Manimarko. Das ist nicht ganz klar. Es gibt viele Theorien, aber sie drehen sich im Endeffekt alle um eine grundlegende Meinungsverschiedenheit. So scheint das bei Nekromanten immer zu laufen. Eines kann ich euch sagen. Hätte ich noch Haare, wären sie jetzt schlohweiß. Ich werde nicht zulassen, dass sie ihn aufweckt. Ihr müsst schon mithelfen.
Verlass diesen Ort! Ich werde nicht zulassen, dass ihr ihn aufweckt! Ich will euch nicht wehtun, aber ich tu's trotzdem. Verlass diesen Ort! Ich werde nicht zulassen, dass ihr ihn aufweckt!